Servus, liebe Leute. Im letzten Video habe ich es angekündigt, dass wir eine richtig kranke Formation diesmal wählen. 5 Heiler, 18 Schweinereiter, 10 Bowler, ein Golem in der Clanburg und natürlich die Helden und 5 Heilzauber. Vielleicht wird das ja besser, keine Ahnung. Okay, wir greifen mal an, keine Ahnung. Bisschen Joel ist immer angesagt und in der nächsten Folge. Ich habe eine Joelbase vorbereitet, die seht ihr dann gleich noch und dann sehen wir morgen mal ein paar Def. Defen? Defen? Nee. Ein paar Replays von meiner Def. Genau so war es richtig. Aber den zerstören wir doch easy, oder? Easy. Wartet. Er hat einen Fernum-Ausbau. Er, die Adlerartillerie wird uns zerstören. Was ist das eigentlich für eine Taktik, Pascal? Die geht doch gar nicht. Wie will man damit angreifen, Pascal? Wie will man damit angreifen? Egal, keine Ahnung. Ich werde schon irgendwie hinkriegen, damit anzugreifen. Aber wir trollen jetzt nur noch so viel, machen Bases, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Weil normal farmen habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und eigentlich habe ich auch schon alles erreicht, was man Clash of Clans erreichen kann. Und deshalb trollen wir jetzt einfach ein bisschen. Ich überlege gerade. Könnte man hier so eine Go-Hog als Go-Bo machen mit Schweinereiz und Heilern? Das ist halt die Frage. Also das heißt, ich würde versuchen, Riesenbomben aufzudecken und dann von der anderen Seite mit Hogridern kommen. Gut, das probieren wir mal. Ich bin gespannt, ob es klappt. Gehen wir mal von der Seite hier unten oder da oben rein. Ah, ich würde sagen, gehen wir mal von hier rein. Gehen wir mal von hier rein. Höchste Konzentration jetzt hier anwenden. Bowler vielleicht ein bisschen getrennt setzen. Setzen doch glatt 2, 3 Heiler hin. Und setzen doch hier schon mal einen Heilzauber rein, damit unsere Truppen nicht so schnell kaputt gehen. König zieht jetzt außenrum. Sehr gut gelaufen natürlich. Hätte ich mir nicht besser wünschen können. Und ich würde sagen, wir kommen gleich hier mit den Hogridern, damit die ein bisschen aufräumen. Setzen hier den ersten Heil dann rein. Und Bowler zieht schön außen rum. Ist sehr gut gelaufen, wie immer. Ich würde sagen, setzen wir hier gleich den nächsten Heil rein. Aber ich finde, die Taktik hat sogar Potenzial, wenn man sie ein bisschen besser ausschmückt. Ein paar Mauerbrecher vielleicht noch mit einem bisschen besser ausführt, im Gegensatz zu mir, und nicht irgendwas ausbildet. Oh, der Heilzauber war zu spät. Der war zu spät, der war leicht zu spät. Bowler kommen aber eigentlich gut rein, machen eine gute Arbeit. Vielleicht zerstören sie hier noch den Bogenschützenturm. Und die Queen könnte vielleicht noch was holen. Muss ich jetzt dann auch zünden, damit sie wirklich nicht down geht. Tesla kriegt sie noch einen, vielleicht noch den zweiten. Nein, den zweiten bekommt sie leider nicht mehr. Und jetzt ist auch fast schon leider so gut wie aus. Aber die Bowler regeln noch ein bisschen vielleicht, machen vielleicht noch ein bisschen Schaden, aber auf die 50% werden wir leider nicht mehr kommen. Das ist jammerschade, hätte ich gerne geschafft. Und ja, kann man nichts machen. Ist okay gewesen der Angriff, kann ich gut mitleben. Ein sehr, sehr guter Angriff. Und wenn der Bowler jetzt runterwirft direkt, ohne vorzugehen, dann hätte er sogar noch. Ja. Aber er macht die Kanone nicht mehr down, das restliche auch nicht mehr. Hier unten kämpft noch ein Golem wacker mit Heilern im Hintergrund. Aber den können wir uns dann schenken, würde ich sagen. Angriff war ganz okay. Macht auf jeden Fall Spaß, so Angriffe, muss ich zugeben. Das ist echt cool in Clash Royale. Clash Royale. Ha, habt ihr aufgepasst? Clash of Clans natürlich. Und meine Trollbase will ich euch jetzt mal zeigen. Hier. Meine Trollbase. Die werde ich jetzt mal über Nacht drin lassen und schauen, ob jemand da an mein Rathaus kommt oder nicht. Bin ganz gespannt und ja, ich aktiviere sie mal und wir sehen morgen, also nicht morgen wahrscheinlich, aber wir sehen dann die Tage mal ein paar Replays, wie sie sich geschlagen hat. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus, aber richtig crazy. Ich glaube, da wird sich kaum jemand trauen, die anzugreifen. Ist echt ein bisschen verzwickt, verzweigt, echt ein bisschen komisch. Und was bilden wir denn aus, würde ich sagen? Schauen wir nochmal kurz rein, weil Kyurn und Bowler, ja, Bowler, Riesen und Bowler, ich bin noch komplett, Pekka und Bowler, Pekka und Bowler, komm, Pekka und Bowler machen wir. Pekka, Bowler, und, ja, das müsste es gewesen sein, zwei machen wir noch einen Minion,
Und was machen wir denn damit? Einen Heil. Heil machen wir nicht. Dann machen wir lieber noch zwei Sprung, Wut und Heil. Und dann müssen wir hier den Heil wegmachen, dann passt es wieder. Und das wird dann die Taktik für morgen werden, würde ich sagen. Also für das nächste Video einfach. Und wie gesagt, im nächsten Video behandeln wir dann erstmal die ganze Verteidigung, wie sie die sich so schlägt, den Champion. Was will ich ein Champion? Brauche ich eh nicht mehr. Ja, um ehrlich zu sein, Clash Clans ist eh ein bisschen ausgelutscht. Also machen wir dann nur noch Spaßsachen, denn wirklich was upgraden habe ich eigentlich gar keine Lust mehr zu. Aber wir können ja ein bisschen Spaß haben mit dem Account. Ein paar Ressourcen vergeigen, das ist ja gerade egal. Das ist ja Schwachsinn sonst, wenn wir nichts damit machen würden. Und ich würde mal sagen, dann haut mal kräftig rein, lasst ein Like da, wenn ihr mehr Bowler-Fights sehen wollt. Und ja, Jungs, haut rein, bis dann. Schönen Tag wünsche ich euch noch, viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt noch macht. Ciao, ciao. Din bar o mână se doresc prin țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți fraiere, cam avut pizdeca aia, deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles, căutai putul ce pe GPS. Când aia e la bară, te faci foc și pară, blocul pentru tine un sac pe verticală, mergi la sală ca un prost fără rost, un popos, nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din extinție.